Ja, genau. Ja. Ja, hallo, grüße dich, liebe Astrid. Ja, grüß dich, liebe Alexandra. Schön, dass wir uns wieder so visuell sehen können. Ja, immerhin. Ja, Immerhin. immerhin, genau. Ja, wir haben gerade, nee, du hast gerade die Bemerkung gemacht, ja, wir sind ja schon mitten im Thema. Ja, wir unterhalten uns seit 10 Minuten und sind gerade oder 7 Minuten und merke ich mir gerade so, oh nein, wir hätten eigentlich aufnehmen sollen. Ja, das ist es, ja. Und dann entsteht plötzlich ein Thema und das kommt einfach so Angeflogen. angeflogen, ja. Das finde ich ist ganz gut. Genau. Ja, also wie ging das jetzt los? Jetzt schauen wir nochmal, dass wir vielleicht Revue passieren. Ja, Ich genau. habe. Du hast mich gefragt, ob ich gerade beim Baden war, weil ich noch feuchte Haare habe. Genau, Und dann haben wir angefangen, über Haare zu sprechen. genau. Und ja, das Haarkleid, ich habe dann gesagt, eigentlich würde ich gerne flechten. Wir haben ja beide ziemlich lange Haare. Und ich trage sie auch selten offen inzwischen, wenn ich außer Haus bin. Aber so richtig geflochten kriege ich sie nicht. Es ist ganz schwierig. Ich habe irgendwie, wie du sagtest, also mir fehlt auch einfach die Übung. Inspirationen gibt es ja ganz viele. Es gibt wunderbare Seiten im Internet und auf YouTube und so, die sich wirklich damit beschäftigen und auch jeden Schritt einzeln zeigen. Und da kommen ganz tolle Sachen bei raus. Aber ich frage mich immer, wie man sowas alleine hinkriegen soll. Ja, genau. Ja, und da habe dann ja ich gesagt, mir geht es ähnlich. Ich habe mittlerweile seit über ja, 2,5 Jahren, dass ich nicht mehr beim Friseur war. Im Prinzip seit Mai 20, da war ich das letzte Mal und dann dazwischendrin eben nochmal kurz, so ein Dreivierteljahr später. Und stelle eben bei mir auch fest, früher habe ich meine Haare relativ oft offen gehabt. Und ich merke, ich mag das nicht mehr. Also so wie du das eben sagst, du hast es vorhin so schön beschrieben, dass wenn du eine Flechtfrisur hast oder eben frisiert bist, jetzt sagen wir es mal so, dann bist du viel aufrechter in deinem Wandeln, in deinem Schreiten, in deinem dich hinausbegeben in die Welt, sage ich jetzt. Ja, genau. Und zwar, weil ich mehr in meiner Mitte bin. Ich habe mich mal so ein kleines bisschen damit beschäftigt. Und es hat tatsächlich einen Sinn, dass Frauen ihre Haare in Flechtfrisuren tragen, eben nicht offen tragen. Und das tun wir ja, boah, es gibt ganz wenig. Ich meine, gibt es wieder so ein bisschen so ein Trend und ganz viele Menschen, ganz viele Frauen, die das schön finden und das auch wieder machen. Aber in der Regel tragen Frauen ihre Haare offen oder halt vielleicht zu einem Knoten oder so. Aber so eine Flechtfrisur macht energetisch ganz viel mit uns. Und wir finden das dann immer so altmodisch, dass die Haare ja eben in einer bestimmten Form geflochten sind oder so. Oder es ist. Ja, das macht man dann vielleicht gerade noch in Bayern zum Oktoberfest oder so, ja. Aber es hat wirklich eine ursprüngliche, wichtige Bedeutung, auch für unseren ganzen Energiekörper als Frau. Du hast dann erzählt, dass du das auch wahrgenommen hast in den koreanischen Serien. Ja, genau. Also wir sind da jetzt, also einerseits koreanische Serien, dann fällt mir jetzt gerade aktuell eben auch noch ein, wann Frau oder Weib die Haare noch in einer besonderen Art und Weise trägt, das wenn sie zum Beispiel sich ehelicht. Das ist so ein Moment, wo dann eben auch über die Gestalt oder den Sitz der Haare sich nochmal Gedanken gemacht wird. Und ganz oft gibt es ja eben auch dann, dass eben Zopf- oder Flechtfrisuren mit dabei sind. Das sieht man ja sehr, sehr oft. Also wenn Weiber eben
Ja, längere Haare oder längere Haartracht, also auch das Wort Haartracht, also die Tracht versteht man ja im Prinzip unter Kleidung, also eben Tracht, also was Volkstümliches oder eine Volkstracht zugeordnet einer gewissen Gemeinschaft, örtlich begrenzt, wie auch immer. Und dann gibt es ja die Haartracht, ja. Und ich habe vorhin eben gesagt, ja, bei diesen koreanischen Serien fällt mir das auch sehr stark auf, weil die wie eine Frau, also ich habe immer nur ein bisschen mit Weib und Frau, ich wechsle da einfach durch, wie sie ihre Haare trägt oder auch der Mann, beim Mann allerdings weniger, vorwiegend bei der Frau, ja, zeigt sozusagen nach außen hin auch die Position oder die Stellung oder ob sie jetzt verheiratet ist oder nicht oder welche Tätigkeit sie nachgeht. Also es gibt wirklich da verschiedene Haartrachten und dachte mir, und es sind immer Flechtfrisuren. Und das hatten wir ja ursprünglich auch, ja. Ja. Auch von den Haaren rumgelaufen sind tatsächlich nur die unverheirateten jungen Mädchen und die Kinder, ja. Oder eben auch die Zweizöpfe, ja, die so geflochten sind. Genau. Oder auch, ja, das sind eigentlich alles Frisuren, das sind eigentlich alles Kinderfrisuren und keine Frisuren für Stimmt. erwachsene Weiber. Und Stimmt. heute, wenn man es mal jetzt weiterspinnt, wir laufen eigentlich alle rum wie die Mädchen. Ja. Oh, das, was du da jetzt einbringst, finde ich wirklich genial. Ja, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Du hast recht, ja, das sind praktisch alles Mädchen. Oder ich meine, im Prinzip, selbst wenn die Frau noch eine Zopffrisur haben wollen würde, in der Regel sind ja die Haare gar nicht dafür ausgelegt, weil sie viel zu kurz sind, zum Beispiel. Also es ist ja, wie du sagst, es ist nicht modern. Und ja, im Prinzip, das sind alles Mädchenfrisuren. Das ist so dieses. Ja, da ist alles offen. Also offen im Sinne von, ja, wenn man auch sagt, die Haare sind offen, also praktisch da ist, du hast vorhin das so schön gesagt im Vorgespräch, wenn die Haare geflochten sind oder eben gehalten sind, dann ist auch die Energie mehr bei einem selber, als wie, dass sie so flatterhaft, sage ich jetzt mal, rumweht. Also ich halte die Energie bei mir. Ja, genau. Ich Und achte meinen entscheide Raum. auch. Ich achte, ja, das ist wieder ein anderer Aspekt. Ich achte meinen Raum und ich entscheide auch, wie ich meine Energie verwende, ja. Und bin nicht so, ja, ich glaube, dass uns offene Haare, so blöd das vielleicht klingt, auf eine gewisse Weise anzapfbar machen. Ja, genau, Ja. das habe ich gerade vorhin auch gedacht. Stimmt. Ja. Ja, verfügbar. Man ist so irgendwie offen. Eben, das war gerade so der Gedanke. Danke für deine Ergänzung, genau. Die Haare sind offen, also offen. Und wenn die einzelnen Haare unsere Sensoren sind, unsere Antennen oder Fühler, mag ich jetzt mal auch sagen. Ja. Und sie sind eben wirklich offen. Das heißt, ich lade auch da jederzeit alles Mögliche eben ein. Also bei dir gibt es eben keine. Ja. Ja, mir fällen da jetzt gerade ein bisschen die Worte. Ich denke gerade so drüber nach, schon fast oder sinnier, was du vorhin gesagt hast. Ich finde, das ist echt. Ja, ein tiefgehendes Thema. Und es geht um einfach nur Haare, wenn man jetzt mal sagt. Auch Ja, wann es man geht ja die Haare letztendlich. schneidet, von wem Ja. lässt man sich die Haare schneiden, wie gehe ich überhaupt mit Haaren um. Es gibt ja Naturvölker, die schneiden ihre Haare gar nicht. Was hat das überhaupt für Bedeutung? Es gibt ja auch die Sprüche wie so den alten Zopf abschneiden. Was sei es in der neuen Lebenssituation, dann ist ja das oft so, dass da so, habe ich selber schon gespürt, so ein ja, Bedürfnis entsteht plötzlich, man möchte irgendwie seine Frisur, seine Haartracht verändern.
Also was kommt da alles zum Ausdruck oder zum Vorschein oder was speichern auch letztendlich unsere Haare? Ja, die speichern ja ganz viel. Das ist ja auch, also ich meine, das wird ja sogar auf der physischen Ebene genutzt. Ja? Wenn du, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie alt jetzt dieses Haar hier vorne ist, aber das sind bestimmt 4 Jahre, ja? Dann kann ich dann gucken, was vor 4 Jahren so in meinem Körper passiert ist, hier vorne an der Spitze. Und energetisch speichern die Haare ja das genauso. Aber du hast schon recht, das ist ein riesengroßes Feld und es greift so ein in den Bereich der ja auch unserer Energetik. Und da kommt ja auch noch was dazu, was mir dabei so auffällt. Wir sind ja anders gepolt als Männer. Als Frauen sind wir ja eigentlich von der Energetik gar nicht so gemacht, dass wir von oben aufnehmen und nach unten abgeben. Das ist Aufgabe der Männer. Ja, Ach so, so. von der Form her. Ja, genau, die nehmen aus dem Kosmos auf und geben an die Erde ab. Und wir machen es umgekehrt. Wir nehmen aus der Erde auf und geben an den Kosmos ab. Ja, deswegen auch das Tragen von Röcken. Weil das eben die energetische Möglichkeit unten, je größer die Glocke des Rockes ist, desto besser kannst du eben oder ja, diese Aufnahme fällt dir umso leichter dann. Also da greifen so ganz viele Dinge ineinander, die wir heute überhaupt nicht mehr wissen, nicht mehr beachten. Und das ist auch was mir, wo ich mich im letzten halben, dreiviertel Jahr viel mit beschäftigt habe und ich trage, soweit es irgendwie geht, im Moment wirklich Rock und merke, dass das ganz viel mit mir macht. Und ich sehe vor allem auch, je mehr ich da bei mir bin, desto mehr kann ich auch wahrnehmen, wie, wenn ich jetzt mir andere Weiber anschaue, wie wenig die da angebunden und verbunden mit ihrer Weiblichkeit sind. Das mag jetzt für den einen oder anderen irgendwie altmodisch klingen oder nach einer Wertung oder was auch immer. Ich werde nachher mal, wenn wir in unseren Telegram-Kanal, werde ich mal ein Bild mit reinstellen, wo man das so ganz wunderbar sieht, was für einen Riesenunterschied es macht, wie wir uns kleiden. Ja, das ist ja im Prinzip mein Thema. Ich komme ja aus dem Bereich. Ich hatte ja lange vor, gerade was Bereich Mode anbelangt, ist ja jetzt einmal mein Fußabdruck zu hinterlassen, jetzt mal so gesagt. Ich habe ja Schneiderin gelernt und dann war ich eben Fachakademie, also Modegrafik, Grafikdesign. Habe Schneidern gelernt, habe Kostüm- und Stilkunde, Kunstgeschichte. Also ich kenne auch so, also sofern das, man weiß ja nicht, was letztendlich von dem allem stimmt. Wenn jetzt so Kostümgeschichte, es geht ja einher mit der Geschichte, was von dem allem stimmt. Und das finde ich ein sehr interessantes Thema, weil es gibt ja auch, wie heißen die, ich weiß nicht, ich habe da auf Telegram einmal gesehen, es gibt so Kanäle, da geht es eben auch um die, wie man schneidet. Also auch das, wie wir zum Beispiel unsere Kleidung tragen, so wie auch die Haare tragen. Deshalb habe ich vorhin gesagt, den Haarschnitt. Also wie beeinflusst werden Menschen, weil wir eben gar nicht mehr darauf achten. Man geht halt einfach zum Friseur, man lässt sich die Haare schneiden. Und dass dieser Schnitt ja ein Eingriff in mein Energiefeld ist. Oh ja. Und das mit so einer Nebensächlichkeit und ja, die Haare wachsen ja wieder. Also das wird überhaupt nicht wahrgenommen, wie wichtig das ist. Also es gibt ja wohl auch energetische Haarschnitte etc. pp. Also welche. Ja, wie nebensächlich dieses Thema behandelt wird und gleichzeitig
könnte man ja fast den Verdacht kriegen, das gehört ja auch zu dieser Beschneidung unseres Menschseins dazu. Oh Gott. Ja, wenn du das so sagst, sagt, oh, da geht so richtig Beschneidung im. Ja, also das ist nicht nur diese Beschneidung Ja, von ja. des Weibes, sondern wirklich der Haare. Es wird Ja. einem die Energie, die Kraft, die Positionierung, also ich merke gerade, ich kriege richtig Gänsehaut, Ja, ich auch. genommen, weil es eben so als, ja, als Mode. Man kann die Haare tragen wie die Kleidung, je nachdem, wie es gerade angesagt ist. Und man schaut schon in den Blättern nach. Das war ja eben Teil bei mir in meiner Ausbildung. Ja, was ist dann irgendwie im nächsten Winter? So eineinhalb, zwei Saisonen vorher wird dann schon geplant. Und ja, was ist jetzt modern und was bringt man dann unter die Menschen? Hängt natürlich auch ganz viel Konsum etc. noch mit dran. Na Aber klar. diese Beschneidung, ja. Ja, und wie du da, wenn du das gerade so sagst, dann fällt mir auch auf, dass es unglaublich wichtig auch ist, wen ich da dran lasse. Ja, ob dieser Mensch überhaupt irgendeinen einen Zugang hat zu mir. Ich meine, das ist ja, eigentlich ist es ja auch was, das spüren schon viele, viele Weiber. Vor allem, also ein Mann geht ja eh zum Arzt, wollte ich gerade sagen, zum Friseur und sagt, hier, mach mal gerade weg und ist mir egal. Aber für die Weiber ist es ja schon so, dass so der Friseur ist schon wie so ein Freund fast, ja, bei vielen. Das ist ja, mit dem kann man dann reden, ob es egal, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, wie auch immer, der hört zu mit dem, weißt du, so gehen wir dann einmal die Woche hin und tauschen uns aus. Es kennt schon durchaus gerade auch ältere Frauen, die da einmal die Woche hingehen. Ja. Und dann ist das wie so ein Therapeut eigentlich fast. Ja, und mir fällt da jetzt gerade noch, weil du das so sagst, noch was anderes ein. Wenn man jetzt mal die Sippe nimmt und so die Weiber, die sich dann meinetwegen zusammengetan haben, weil sie jetzt irgendwie ihr Werk verrichten, etwas Gemeinschaftliches, dann hat man miteinander gesprochen, hat man sich ausgetauscht, dann hat vielleicht eine der anderen eben die Haare geschnitten oder irgendwie einen Zopf geflochten oder was auch immer. Also, es ist praktisch die Energie eben innerhalb geblieben. Es ist Ja. auch diese Absicht dabei, eben den anderen wohlwollend zur Seite zu stehen. Oder eben auch ich mit meiner Energie bewirke ja etwas, wenn ich beim anderen die Haare schneide. Und da bleibt es ja nicht nur beim Haare schneiden, sondern egal was wir machen, wenn man jetzt zum Arzt geht oder man lässt sich massieren. Das sind alles ja Bereiche, die so nebensächlich irgendwie behandelt werden und nur auf der physischen Ebene. Aber was macht es mit uns auf der energetischen Ebene? Genau. Also man lässt einfach ganz schnell jemanden in sein Feld hinein, ohne überhaupt das Bewusstsein dafür zu haben, was das eben durchaus bewirken kann. Und man registriert es dann gar nicht oder man bringt es vielleicht mit dem Umstand, der kürzlich erst war, erst zusammen, also nicht zusammen. Also Ja. wenn jemand jetzt mir die Haare schneidet oder ja, also wie gesagt, ich habe bei mir ja den tatsächlichen Umstand, dass ich merke, ich habe den Wunsch irgendwie bisschen die Haare wieder zu kappen, die sind mir jetzt einfach zu lang, die Spitzen sind recht fein und also und ich merke, ich habe den Wunsch da, ich habe nicht den Impuls, wirklich irgendwo zu einem Friseur zu gehen. Ich habe noch keinen entdeckt, wo ich sage, jetzt da gehe ich hin. Und Ja, weil wir allein die Tatsache, ja. werden immer feiner, wir Ja. werden immer spüriger, immer bewusster, auch eben für andere Ebenen als das rein physische. Ja, und wie du schon sagst, so ein Haarschnitt oder auch die Berührung der Haare durch einen anderen Menschen macht einfach auf einer nicht nur physischen Ebene, sondern auch auf einer feinstofflichen und geistigen Ebene was mit uns. Diese Berührung geht viel, viel tiefer und viel, viel weiter, als wir uns da, ja, wir machen uns da gar keine Gedanken mehr drüber. Ich finde dieses Thema
unglaublich spannend und es macht ein riesiges Feld auf auch. Ich Ja. meine, können wir dann auch wieder weitergehen zur Kleidung? Was tragen wir denn eigentlich? Was holen wir denn in unser Energiefeld Genau. rein? Ja. So ein Friseurbesuch, wenn du gut bei dir bist und in deiner Mitte, dann kannst du das möglicherweise auch wieder relativ schnell ausbalancieren. Aber was ist denn, wenn ich mir irgendwo ein Kleidungsstück kaufe, das in Bangladesch unter was auch immer für Bedingungen produziert ist? Diese Energie steckt da drinne. Genau. Und die brauche ich jeden Tag auf Genau. meinem Körper, in meinem Aurafeld. Genau. Und stärke diese Energie dadurch und schwäche eigentlich mich dadurch. Ja, ich bin da absolut bei dir, weil das ist wirklich ein Thema, das hat mich letztes Jahr auch schon mal oder vor 2 Jahren schon mal angefangen zu beschäftigen, eben die Kleidung, eben in der Zeit jetzt und was das ja, mit uns eben macht, eben welche Auswirkungen das auf mich eben, wie du sagst, auf der feinstofflichen Ebene hat. Ja, im Prinzip ja das Unbewusstsein über dessen, was ich eben an mich heranlasse. Es gibt so ja die Werbung, die ist, glaube ich weiß nicht, aus den 60er, 70er Jahren. Ich lasse nur, nee, Schmarrn, da war Chanel Nummer 5, glaube ich, war das. Das war das Berühmte. Ich trage nur, hat Marilyn Monroe damals gesagt, nur Chanel Nummer 5 und sonst nichts. Irgendwie, das war mal so ein, ja. Also ich komme halt eben aus der Mode, deshalb ist das so ein bisschen. Und jetzt habe ich mich selber draus gebracht. auf jeden Fall. Ja, vielleicht kannst du einspringen. Ich habe jetzt einen Faden verloren. Ich weiß jetzt noch nicht, wo du darauf hinaus willst. Aber ja, letztendlich geht es auf allen Ebenen und wir können das ja erweitern, ja, einfach zu fragen, was ist das, was unser Körper, was oder unser Feld, unser System, was lassen wir da rein und was nicht? Und ich habe das gerade wieder in dem Buch gelesen, jetzt die Tage, wo es darum ging, dass eigentlich jedes einzelne Teil, das wir herstellen mit unseren Händen, unsere Energie trägt. Und dass es einen großen Unterschied macht, ob wir etwas in Freude erschaffen mit unseren Händen oder eben in einer schlechten Stimmung oder einfach nur, weil wir das halt jetzt gerade müssen, um Geld zu verdienen. Und dass dieser Gegenstand, egal was es ist, diese Energie, die prägen wir da ein und die trägt, ja, das ist ein Anker dafür und die geht da auch nicht raus, ja. Und deswegen machen uns auch handgefertigte Handwerkssachen, wie auch immer, so viel Freude, ja. Wenn es denn aus dem Herzen und mit Liebe erschaffen ist, weil es eben was Besonderes ist. Und wir können das gut unterscheiden, ob wir, ja, eigentlich spürt es jeder von uns, ja, wenn wir mal so richtig reinfühlen und uns da ein bisschen für sensibilisieren, hat das jetzt wirklich eine Seele? Oder ist es von irgendeiner Maschine oder in einer Stimmung erschaffen, die uns nicht gut tut? Ich habe heute zufällig, wirklich zufällig, obwohl ja Zufall gibt es ja nicht, weil du gerade sagst, das Wort Maschine. Ich war auf der W14-Seite und war unter meinem Bereich Seelenkraft. Und da hat es Verschiebung gegeben. Das passiert manchmal. Da war ein Video drin eigentlich von Michael über den Kommerz. Und ich habe mir das angehört, weil man gedacht hat, wieso steht das jetzt in meinem Feld? Aber das war wohl irgendwie ein Übertragungsfehler, wie auch immer. Und dann hat er das Wort Maschine gebraucht und eben gesagt, ja, wisst ihr, was das Wort Maschine eigentlich heißt? Und ihr werdet wahrscheinlich sagen, ja, irgendwas, das automatisiert ist, etwas, was irgendwie angetrieben wird, ein Motor hat, was Technisches, etc. Und hat er gesagt, es heißt List. List. List, ja. Also die List, also etwas, also ich muss jetzt nochmal anhören. Ich war dann auch ganz verwundert, habe mir gedacht, da werde ich mich mal kundig machen.
Ja. Allerdings ist es jetzt wieder, mir ist es jetzt gerade eingefallen im Sinne von eben unseren, warum das ja alles so technisiert ist und alles so automatisiert ist und alles so produziert wird, also in Masse. Da geht es ja wirklich auch wieder darum, um dieses Individuelle in uns zu unterdrücken. Und das Individuelle kommt zum Ausdruck über unsere Haare, und über unsere Kleidung. Und das macht eben was mit uns, ob wir jetzt unsere Kleidung vielleicht selber nähen oder eben aus dem Verband, aus der Sippe heraus entsteht. Oder mir meine Sippenschwester oder du jetzt meinetwegen mir die Haare schneidest, ist das ganz eine andere Ebene, als wie wenn ich eben diese Dinge einfach irgendjemanden überlasse. Und Ja. beim Friseur kann ich vielleicht nur das ein bisschen, das sehe ich, okay, wie ist die Verbindung, habe ich einen guten Kontakt, fühle ich mich da wohl. Wenn ich allerdings Kleidung kaufe, da kann ich natürlich auch erspüren, oder wie ist es, wie fühlt sich die Kleidung an, wenn ich da in die Energie reingehe. Nur es gibt ja im Prinzip nicht wirklich eine echte Alternative, außer die, dass ich mich wirklich selber hinsetze und die Stoffe nehme und mir selber was herstelle. Allerdings die Stoffe selber werden ja auch wieder produziert. Also wo ist wirklich dieser Weg? Ich glaube, energetische Kleidung, da gibt es irgendeinen Telegram-Kanal, da war ich mal drin, oder genau, da geht es eben genau eben darum, diese Achtsamkeit. Also dieses darauf achten, was ich in mein Leben lasse, welche Worte ich wähle, ja, wie ich mich auch selber behandelt, wie ich mich kleide. Also das ist ja auch wie so, ich wertschätze dadurch ja meinen Körper, meinen physischen Körper. Ja, und nicht nur deinen eigenen, sondern genauso auch dein Umfeld, ja? Weil es ist ja nicht nur auf dich selber bezogen, sondern wenn du in Achtsamkeit und Wertschätzung mit allem um dich herum umgehst, dann manifestierst du ja da auch einen energetischen Abdruck, der etwas verändert. Ja, du schaffst ein Feld, das auf eine Außenwirkung hat, weit über dich und deine Umgebung hinaus. Und je bewusster du das tust, desto mehr Kraft ist da drinne. Ja. Also ich finde das wirklich ein sehr ja, eröffnendes Feld. Also weil das ja in alles, es ist die Kleidung, das ist unsere Lebensweise, das ist auch Umgang Nahrung, mit anderen Menschen, bitte. ja, die Nahrung, Nahrung, genau. unsere Möbel, unsere Häuser. Es Genau. ist, und du hast schon recht, du kannst natürlich nicht von jetzt auf gleich alles umstellen. Ja, wo fängst du an? Ja, ich kann hergehen und kann sagen, ich nehme einen Stoff, der aus biologisch angebauten Fasern hergestellt ist oder wo ich weiß, die Schafe sind ordentlich behandelt worden und ja, aber irgendwo ist halt eine Grenze und wenn ich nicht alles komplett selber mache, was ja auch schwierig ist, ja, dann muss ich irgendwo Kompromisse eingehen. Aber wir müssen einen Anfang machen, wenn wir unsere Welt verändern wollen, wenn wir diese Erde verändern wollen. Und das können wir. Wir haben ganz, ganz viel Macht und Kraft. Wir dürfen das niemals unterschätzen. Unser Bewusstsein und ja, mit dem wir und die Liebe, mit der wir die Dinge tun, hat so viel Macht. Und genau deswegen versuchen sie uns aus dieser Liebe rauszubringen und aus dieser Individualität, diesem inneren Wissen, ich als Mensch kann was verändern. Denn das können wir. Und wenn mehr von uns da draußen diese Überzeugung für sich in sich finden, sich damit verbinden und da stabil drin bleiben, dann geht es ganz leicht. Ja, stimmt. Es braucht einfach wieder das Bewusstsein dahin, eben, dass eben das keine Belanglosigkeiten sind, dass das keine Nebensächlichkeiten sind,
sondern Dinge, die sehr wohl ja, einen beachtenswerten Raum einnehmen können und eben wir eben verantwortlich sind für eben unseren Raum. Wie fühle ich meinen Raum? Ja, genau. Mit Nebensächlichkeiten, Unwichtigkeiten oder eben mit fremden Energien, die ich vielleicht auch gar nicht haben will. Oder eben achte ich darauf. Das ist da, finde ich, ein dieser Achtsamkeit, dieses darauf achten. Ja, Auf mich genau. achten und letztlich dann natürlich auch das so nach außen geben, wie du das gesagt hast. Genau. Und es reicht, diesen Entschluss zu fassen, ganz bewusst, und dann mit kleinen Dingen anzufangen. Denn wir können nicht alles auf einmal verändern. Das funktioniert nicht. Das überfordert uns ja auch. Und das merke ich auch immer wieder, wenn ich mir zu viel vornehme, dann funktioniert gar nichts mehr. Also mache ich ein Ding nach dem anderen. Ja, auch. Weiß ich, so banale Dinge wie zu sagen, ich will keine Shampoo-Flaschen mehr verwenden. Ja, jetzt, ich habe immer noch nicht das richtige feste Shampoo gefunden für mich, aber ich bin auf der Suche, ja, und ich weiß halt ganz genau, ich greife nicht mehr zu so einer Flasche. Und so gibt es viele, viele Dinge, wo wir ein Stück nach dem anderen verändern können. Und immer, wenn wir uns eins vornehmen und sich das in uns integriert hat und es zu einer Routine geworden ist, dann können wir uns das nächste vornehmen. Wir müssen uns da gar nicht ja, mit einem Glauben, mit einem Schlag alles Mögliche machen zu müssen. Das geht eh schief. Nee, also ich denke auch, dass das dann, das ist wirklich eine Entwicklung oder wie das Wort auch sagt, ich entwickle mich aus der Verwicklung heraus in die Entwicklung. Weil ich bin verwickelt in dieser Welt und ich glaube, das gehört auch zu unserem Dasein dazu, zu unserem Bewusstwerdungsweg, den ja jeder beschreitet, eben das überhaupt erstmal zu erkennen, dass ich verwickelt bin und dann eben Stück für Stück anzufangen, eben auch diese Verwicklung eben wieder aufzulösen und in eine Entwicklung zu kommen und dabei zu entdecken, dass ich gar nichts brauche, sondern eher eben vieles weglassen kann. Auch Und ganz. das ist also ein tiefer Wunsch, den habe ich schon seit die Teenager war oder mit Anfang 20 und so wirklich realisiert habe ich es immer noch nicht. Damals habe ich so ein Gespür oder ein Gefühl dafür gehabt, dass ich mich nicht so mit so vielen Dingen umgeben möchte, dass ich nur Dinge in meinem Feld, in meinem Raum haben möchte, die mir wirklich von Herzen wichtig sind, die ich liebe, die mein Herz erfreuen und ja, mir einfach eine gute, wo ich merke, da gibt es eine gute Verbindung dazu. Und natürlich gibt es Dinge, die ich brauche. Und ich stelle bei mir immer wieder fest, ich bin da schon noch ein Stück entfernt davon, von dem, wo ich ganz klar eben auch wieder den Schnitt mache und sage, ja, das sind Dinge, die sind wichtig für mich, weil die mir in gewisser Hinsicht vielleicht was erleichtern oder mich unterstützen. Und das sind Dinge, die sind vollkommen unwichtig. Auch dann nochmal so wirklich, weil dieser Raum, das ist ja auch, der ist ja, wenn ich jetzt sage, auch dieses, man sagt ja dieses Feng Shui. Gut, da geht ja schon wieder ins nächste Ich Thema. Wir wollte können, sagen, ich glaube ich, glaube, jetzt hier. was hältst du denn davon, wenn wir das jetzt mal Ja. für abschließen und uns dieses Thema einfach für die nächste Sendung Genau. aufheben? Das macht man. Ich glaube, wir haben hier so einen schönen runden. So eine schöne Runde gemacht, uns das ganz wunderbar beleuchtet und es fühlt sich einfach jetzt so stimmig an. Bin ich bei dir, dann würde ich sagen, dann also vielen Dank erst einmal für jeden, der da jetzt dabei war und ja, uns gelauscht hat und ja, weiterlauscht. Bis zum nächsten Mal dann. Ich danke auch. Ich danke dir, Astrid. Ich danke euch allen da draußen und freue mich aufs nächste Mal. Ja, aufs nächste Mal.